Hallo, mein Name ist Maria. Heute sind wir in Capacona und wir werden jetzt das erste Interview mit Herrn Oschewski führen, der vor circa 70 Jahren mit seiner Mutter ein Jahr hier gelebt hat. Zapamiętałem to, jak chodziłem obory, jak były, to obsługujący krowy, który doił, ten robotnik, nazywaliśmy go Szwajcar. Nie wiem, to z niemiecka chyba nazwa taka. Szwajcarem. I on mnie wołał, mleka mi trochę dać. I tak mnie nabrał, że jak mnie zawołał, to mówi, kubka nie ma, to musisz z tego cycka krowiego to dam ci. Ja się nastawiałam i specjalnie i oblał tym mlekiem. A ja uciekłem. Ale następnym razem, jak już za jakieś kilka dni mnie zawołał, poszedłem, to mi w kubek nalał i dał mi się napić. Ja, er hatte Kontakt zu Zwangsarbeitern und er erinnert sich an eine Situation, wo er mit dem, der die Kühe geweidet hat, zusammentraf. Den nannten sie Schweizer. Und der meinte, ja, er soll ruhig näher kommen und die Milch von der Kuh trinken, das sei gut für ihn. Und er hatte aber keinen Becher und dann meinte er, na dann trink doch aus der Zitze und hat die Kuh so gemolken, dass ihm die Milch in den Mund und übers Gesicht lief und er war ganz erschrocken und lief weg. Und 3 Tage später hat er ihn dann wieder gerufen zum Milch trinken und hatte dann aber einen Becher, damit er richtig trinkt. Jetzt befinden wir uns in Reiderwitz und führen nun das zweite Interview mit Frau Luschak, die von 1943 bis 1945 hier mit ihren Eltern gelebt hat. Wir wysiedlili nas 1. Lipca 1943 roku. Also wir wohnten am 1. Juli 1943. Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Jak i kiedy przyjechała Pani do Niemczech? No myśmy dużo razy byli w obozach takich przejściowych. Zwierzyniec, Zamość, Lublin. I na prawie 2 miesiące byliśmy w Schneidemil, to jest piwo po polsku. Wir waren in mehreren Durchgangslagern. Zwierzyniec, Zamość, Lublin und in der Ortschaft, die auf Polnisch Piwa heißt. Tylko zapomniałam, do jakiej miejscowości nas wieźli. Przez drogę mówili, na mydło wiozą, na mydło. Ja 6-letnia dziewczynka nie wiedziałam, co to znaczy na mydło. Aż potem powiedzieli, że będą tam z Polaków robić mydło. Und wir wurden mit diesem LKW transportiert. Ich weiß nicht mehr, was zu welcher Ortschaft. Nur wurde uns immer wieder gesagt, dass aus uns Seife wird. Und ich war damals 6, ich wusste gar nicht, was das zu heißen sollte. Und erst danach hat wieder jemand gesagt, dass aus den Polen Seife gemacht werden soll. Nie mogę powiedzieć, czy ten był dobry, ten był zły. Bo był taki przypadek też, jak mama jechała z nami dwójkiem dojść do tatusia, do Niemiec, na roboty, to podeszło 2 takich SS-manów i pytają się mamy, czemu płaczemy, nie? Mama mówi, ja nie wiem, bo mama się rozmówiła, już mówiła każdym jednym językiem. I mówi, że nie wie.
No to dał chusteczki mamie i mówi dać dzieciom, żeby dzieci sobie oczy wycierały, żeby nie mieli rękami je wycierali. Poszedł i się doniósł, doszedł do mamy i dał nam lek, pieniądze nam lekko dał i powiedział, mam kupić mam leka i teraz nas pożyczyć. Byli tacy, tacy różni byli, nie? Auch damals waren solche und solche Deutsche waren gute und schlechte. Da kann ich, so weiß ich, kann ich mich erinnern, also eine Szene noch in Polen. Meine Mutter stand an der Straße mit uns und hat geweint. Und dann waren so zwei SS-Leute und sie haben gefragt, warum meine Mutter weint. Und sie hat gesagt, naja, ich weiß nicht, es ist alles so traurig. Und dann hat der eine Geld geholt und hat ihr gegeben, sie sollte uns also für Kinder Milch kaufen. Und dann hat er auch Taschentuch gezogen und mir gegeben, dass wir unsere Tränen nicht mit der Ärmel abwischen, sondern mit Taschentuch. Es waren auch damals gute Menschen und schlechte. Schönen guten Tag, wir sind ja bei Capacona, keine Ahnung. Da sind die. Hallo. Ja, klar. Ich? Ja. Was denn? Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja. Dann grüße ich meine Mama und meine Oma. Cool. So, die machen hier gerade. Da ist neu. Da! Ja, wir machen jetzt ein wundervolles Interview mit den wundervollen Kindern. Okay. So, hallo. Hola. Ich mache gerade ein Video. Ja, jetzt sind wir in Bern und werden unser viertes und somit letztes Interview mit Frau Scheschko führen. Sie war 3 Jahre hier in Bern. Nicht aufgehalten haben, sondern auf der anderen. Wenn der Bauer mich gefunden hätte, dann hätte er mich sehr stark geschlagen. А теперь я хочу просто обратиться к молодежи Германии. Дай Бог это, пусть не забывает свою историю, и чтобы никогда не повторилось то, что мы увидели это. Und ich möchte mich an die Jugend Deutschlands wenden und sagen, ihr sollt es nicht vergessen und ihr sollt daran denken, was es gab und daran denken, dass es sich nie wieder wiederholt.